aber saugut. Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute einen weiteren Teil der Fearfood-Reihe. Ich hatte euch da ja auch schon auf YouTube und auf Instagram gefragt, was ich da heute so essen soll mit euch, weil Food ist the best. Ich sage es euch immer wieder, ich liebe es zu essen und ich mag euch da einfach ein gutes Gefühl bei geben. Das ist mein Ziel mit jedem Video, das ich drehe, weil es auch einfach so ist. Und ich mag an der Stelle auch nochmal sagen, ich hatte noch nie eine Essstörung. Ich kann dementsprechend natürlich auch nicht vielleicht die passenden Worte finden, wie es vielleicht jemand anderes kann, der vielleicht auch davon betroffen war oder ist. Aber ich mag euch einfach in diesem Video zeigen, Food is great und alles, jegliche Essen, egal von welcher Kategorie das ist oder egal, was wir davon essen. Ihr braucht vor nichts Angst zu haben. Ich sag's euch immer wieder, aber es sollte doch was Schönes sein und Freude bereiten und euch nicht Angst machen. Und deswegen, ja, machen wir uns heute einen schönen Foodtag. Ich freue mich. Der letzte Teil, muss ich auch sagen, ich dachte, der ist gar nicht so lange her, aber turns out, der war einfach im Dezember. Also heute auch die Zeit rast. Deswegen, es gibt einen neuen Teil. Ich freue mich und ja, hoffe, ich kann euch mit diesem Video helfen vor allem, aber natürlich auch so irgendwie unterhalten, was auch immer. Ich habe mir viel aufgeschrieben, was ich heute so mit euch essen mag, heute durch den Tag. Deswegen, ich hoffe, das Video wird nicht zu lange. Nehmt euch am besten auch was zu essen, because wir celebraten heute noch mal mehr, wie toll Essen ist, ne? Habe ich schon gerade gesagt, aber man kann das heute nie genug sagen. Erste Station, ich ziehe mir jetzt auch Schuhe an, wird eine Bäckerei sein, denn da holen wir uns jetzt gleich was zu essen. Höchstwahrscheinlich was Süßes. Und setzen uns dann da raus. Hätte ich mega Bock drauf. Ich dachte, wenn wir schon zum Bäcker gehen, ist es hier super, super schön auch zum draußen sitzen, dachte ich. Wir, ja, gehen jetzt zusammen so einen Mini-Brunch machen, weil ich das auch, die Idylle, die mag ich hier wirklich gern. Also Autogeräusche und Müllabfuhrgeruch, es ist einfach, es ist ein Traum. Eigentlich ist es wirklich schön. Ich mache das sowieso richtig gerne noch mit dem Arne, so in Städtetrips oder so, oder auch so mal einfach zum Bäcker gehen, sich ein paar Stückchen mitzunehmen, weil das einfach schön ist und deswegen, ich habe mich verliebt. Ich weiß, es ist lecker und zwar ist das nämlich mit Schokolade und Vanille gefüllt. Ich liebe das. Ich hatte das auch letztens an meinem Geburtstag morgens beim Bäcker geholt, weil it's my fave. Dann habe ich noch ein Brötchen mitgenommen. Das essen wir später zu Hause mit Aufstrich, weil das auch viele aufgeschrieben hatten. Und noch eine Vanillemilch, weil auch viele geschrieben haben, dass eben kalorienhaltige Getränke auch so ein Problem darstellen. Aber ich denke mir so, wenn es doch lecker ist und jeden Tag bräuchte ich jetzt auch keine Vanillemilch, aber ab und zu ist es doch geil. Sehr erfrischend, sage ich euch. Es ist so warm schon. Ich will mich nicht beschweren, ich liebe dieses Wetter gerade. Aber es wird wirklich gut. Ich vermisse da Vanille, ehrlich gesagt. Anscheinend habe ich das Falsche genommen. Schmeckt aber trotzdem sehr, sehr lecker. Vor allem ist das so schön groß. Einfach nur Soul Food. Ich sag's immer wieder. Und ja, ich wollte jetzt noch ein Brötchen essen. So sehr ich diese Taschen auch liebe, die halten halt nicht lange satt. Es ist halt wie gesagt Soul Food, so es tut einfach gut, wenn ich die zu essen, wenn man einfach mal Lust drauf hat. Zum satt machen aber, das finde ich auch so schade, finde ich halt auch Brötchen, Porridge haben auch viele aufgeschrieben. Allgemein so Aufstriche, Käse, Granola, Müsli, also so gefühlt alles an Frühstück, Leute, wirklich Kalorien. Und den Spruch fand ich so schön. Das hat
eine Zuschauerin geschrieben und es hat auch so viele Daumen nach oben von euch bekommen, weil es einfach so ist, Kalorien liefern Energie und sollten auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise als, wie gesagt, Feind gesehen werden oder einem irgendwie Angst machen, weil wir brauchen diese Energie und es ist uns überlassen, wie wir sie uns natürlich zuführen und das kann doch immer mal anders aussehen und kein Food, wie gesagt, sollte doch ausgegrenzt werden, solange ihr Lust drauf habt und es euch schmeckt, so, um das mal kurz festzuhalten. Jedenfalls habe ich mir jetzt gedacht, eine süße Seite nochmal darf sein und eine deftige. Ich muss euch auch sagen, dafür war ich auch gerade einkaufen. Einer meiner Liebsten mal wieder mitgenommen, die Fromage. Die ist mega, mega lecker. Die müsst ihr wirklich mal probieren. Ob Veggie oder nicht, die ist richtig, richtig lecker. Hatte ich, glaube ich, schon mal mit euch probiert. Ich liebe sie. Absolut lecker. Die nächste Hälfte, die werden wir auf jeden Fall mit Nussmus bestreichen und einer Banane. Die legen wir mit oben drauf, weil das sehr, sehr lecker schmeckt im Kombi. Denn das wurde sehr oft aufgezählt, beides separat. Und Leute, also wenn das nicht zwei Sachen sind, die gerade für Energie sprechen, dann weiß ich auch nicht. Also ich mag das ja auch richtig gerne auf dem Porridge, dass ich mir das so drüber gebe, weil das einfach so, das ist einfach, das gibt so das gewisse Etwas und außerdem ist es so, so, so gut. Auch hier, ich packe jetzt kurz meine Englisch-Skills aus. No worries. Das Zeug ist geil. Nussmusbrötchen. Sehr, sehr lecker. Also ich find's gut. Ich meine, wenn euch sowas natürlich jetzt wie ein Brötchen einfach noch zu viel ist und ihr sagt, dafür bin ich noch nicht ready, dann macht das peu à peu. Wie bei allen anderen Sachen. Fangt erstmal klein an und dann steigert euch einfach. Also man muss sich ja auch irgendwo bei einer Angst, es ist ja, man kann es natürlich nicht komplett natürlich miteinander vergleichen, die Vorgehensweise, aber ich bin der Meinung, immer so ein bisschen peu à peu. Also wenn ihr noch nicht ready seid für, und das ist völlig verständlich, lasst euch damit Zeit, stresst euch nicht, lasst euch auch nicht unter Druck setzen. Ihr habt Zeit, nutzt die und probiert euch durch und selbst wenn es, wie gesagt, erstmal nur ein Bananenscheibchen ist oder erstmal nur ein Hauch Nussmus oder auch nur ein Stück von diesem Schokocroissant, ist ein Schritt, wie ich es immer sage, zum Ziel. Und der hat letztendlich auch zum Ziel geführt. In jeder Hinsicht seid auf die kleinen Schritte stolz. Fokussiert euch auch gerade auf die. Und ich sag euch, ihr schafft das alle. Wir haben es jetzt 13.25 Uhr und das heißt Mittagessen. Ich habe nämlich jetzt auch echt schon langsam wieder ein bisschen Hunger und habe mich mal ein bisschen durchgelesen, auch gestern und jetzt gerade nochmal und habe mich jetzt dazu entschieden. Wir schauen mal, wie der Trubel so ist, aber wir gehen auf jeden Fall auswärts essen, beziehungsweise vielleicht hole ich es mir auch ab und nehme es wieder mit nach Hause, je nachdem, wie voll es ist, wie laut ich reden kann. Aber genau, ganz viele haben gesagt, dass sie damit ein Problem haben und Leute, also wenn ich eins wirklich liebe, dann ist das Essen gehen, weil Essen gehen irgendwie, das macht mir so Spaß und man muss einfach endlich mal nämlich nicht kochen und man kann sich ja gerade mal überraschen lassen, wie das Essen so schmeckt und ja, deswegen, ich nehme euch mit. Wir gehen jetzt auf jeden Fall essen oder wie auch immer, ich hol's ab, wir gehen nach Hause, weil Freunde, Essen gehen ist doch mit das Schönste, das ist eigentlich mein Hobby, mein teures Hobby, was ich sehr, sehr gerne mache und wirklich auch sehr gut drin bin. Ja, bestellen wir uns da jetzt, habe ich gedacht, was mit Käse überbacken, weil das auch viele aufgezählt hatten und dachte, das habe ich nämlich auch, glaube ich, noch nie mit euch gegessen, jemals. Hätte ich auch mal richtig Bock drauf, Lasagne. Hatten auch manche aufgeschrieben, auch ein Pasta-Gericht. Ich versuche heute eh so viel es geht, so ein bisschen einzubinden in das Video wieder. Deswegen wird's eine Lasagne und das holen wir jetzt bei meiner Lieblingspizzeria, beziehungsweise, was heißt Lieblings, aber da war ich zweimal und ich fand es mega lecker. Ich schau mal, ich nehme mal mein Stativ mit. Weil eigentlich ist ja auch, wie gesagt, noch schönes Wetter und ich habe auch nichts dagegen, allein essen zu gehen. Ich mag das sogar eigentlich relativ gern, nur wie gesagt, ich will die Leute da auch nicht so nerven, wenn ich da wieder so rumbrüll. So ihr Lieben, offensichtlich sind wir ja wieder zu Hause. Es waren eigentlich genug Plätze noch da, sowas nicht, aber da war ein paar, ungefähr auch in meinem Alter, das sich gegenseitig mit Nudeln gefüttert hat. Wirklich, als wäre es Susi und Strolch. Irgendwie habe ich mich das nicht so gesehen. Ja, deswegen jetzt hier zu Hause ganz gemütlich essen jetzt unsere Lasagne.
die ich euch, by the way, jetzt mal zeige. Das ist sie. Die hatte damals auch Arne bestellt, als wir mit meinen Eltern essen waren. Ich hatte Pizza damals. Und die war echt sehr lecker, deswegen habe ich heute wirklich Bock drauf. Vor allem, weil ich die schon so lange nicht mehr hatte. Das Ding ist, es ist auch so eine Hassliebe, weil ich das nicht mag. Ich kann nicht abwarten, wenn Essen heiß ist. Ich esse das dann trotzdem, ist mir egal. Ich habe keine Geduld bei sowas. Aber dann verbrenne ich mir halt jedes Mal so hart die Gosche, dass ich halt 2 Tage gefühlt nichts essen kann. Also ich esse dann schon was, aber es tut halt irgendwie unangenehm weh. Aber sei es drum, die lassen wir uns jetzt schmecken. Wenn ich diesen Käse schon sehe, Leute, da hört es einfach auf. Das erste Mal, dass ich bei sowas wie Tomatensauce sage, es schmeckt nicht fahl. Ich muss da gar nicht groß nachwürzen. Käse haben sie auch den guten Mozzarella-Käse genommen, was mir hier direkt auffällt, was mir sehr gut gefällt. Heute ist auch, das hat mir schon eine Zuschauerin geschickt, beziehungsweise schon mehrere von euch, ganz passend heute ist der Iss-was-du-willst-Tag. Das kam heute auf Faktastisch, so heißt das, glaube ich. Also passender kann man dieses Video heute nicht drehen. Heute ist zwar Sonntag, wenn ihr das Video seht. Aber den Tag könnt ihr auch sehr gerne nachholen. Also wenn ihr jetzt am Mittwoch den Iss-was-du-willst-Tag verpasst habt, dann ist doch heute die perfekte Gelegenheit, es mit mir zusammenzutun, meine ich. Käse ist für mich wie Schokolade, was Süßes betrifft. Käse muss einfach sein, was deftig. Käse macht einfach alles viel besser. Ja, wenn ihr euch das allein hier schon anschaut. Das ist doch wundervoll. Das Beste ist sowieso der Käserand, der immer an der Verpackung klebt. Snack, snack, snack. Sieht das nicht unfassbar gut aus? Ich habe mir diese, die hätte ich euch auch abgefilmt, ganz oben, das sind quasi so, das sind jetzt Cronuts. Wisst ihr noch, ich hatte ja in London das verwechselt. Denn die gibt es ja auch, dass sie so aus Croissant-Teig sind. Viele haben nämlich aufgeschrieben, dass Donuts auch dazu gehört. Ja, deswegen genehmigen wir uns jetzt. Ich liebe die eh so, ich bin ja so im Donut-Fieber, beziehungsweise jetzt ist es ja ein Cronut, aber seit ich ja in Frankfurt hier wohne, ist das so mein Frankfurt-Jam. So, ich habe das so oft gegessen in der ersten Zeit. Sowas habe ich aber tatsächlich noch nie gegessen. Der ist gefüllt mit Pistazie. Und oben drüber habe ich schon gerade erschmecken können. Das weiße Schokolade drauf. Giorgio Erdbeer Glasur, falls man das sieht. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich musste mich wieder 5 Stunden lang entscheiden. Man kennt's. Ich habe jedes Mal was verpasst, als ich diesen Laden betreten habe. Ich hatte nämlich bei dem so die Bedenken, dass wenn der aus diesem Croissant-Teig ist, nicht so ganz fluffig, teigig ist wie die Donuts sonst. Aber er hat mir versichert, dass sie trotzdem fluffig sind. Und das sind sie. Es schmeckt so lecker. Gerade die Füllung mit der Pistazie und der weißen Schoko obendrauf. Insane, Leute. Ich hätte echt nicht gedacht. Aber die schmeckt mir, glaube ich, echt besser sogar als Donuts. Weil der ist einfach so krass gefüllt. Mich hat nämlich an jedem Donut irgendwas gestört, irgendeine Kleinigkeit. Und der war wirklich perfekt. Nur hat mich dieses Croissant-mäßige gestört. Aber es ist wirklich richtig, richtig geil. Das freut mich gerade so. Wow. I'm happy. Es war die richtige Entscheidung. Es gibt Abendessen. Und zwar, ich habe mich übrigens schon abgeschminkt und Pickelcreme drauf. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so appetitlich, aber wenn wir uns hier irgendwo wohlfühlen können, dann hoffentlich auf meinem Kanal, oder? Also da können wir mit sowas leben, hoffentlich. Für Arne gibt es einmal ein Crispy Chicken Wrap. Ah, du hast Crispy Chicken bestellt. Ich habe gar nicht mehr geschaut. Tja. Nice. Der Döner-Wrap, den er auch schon hatte, der war auch schon richtig geil. Natürlich. Jetzt den Crispy.
Ich habe mir, weil einige geschrieben haben, dass ich glaube sogar, ich hatte schon mal in einem Fearfood-Teil Burger und Pommes gegessen. Aber wenn das immer noch eine 4 ist, dann kann man das nicht oft genug essen, bis ihr es auch gerne esst. Weil, ich bitte euch, einmal Chili-Cheese-Pommes. Ich dachte mir, weil ja auch Käse dazu gehört, aber Leute, Käse ist wirklich nice. Und dann... Und... Aber irgendwie wollen die... Jetzt nicht so viel mehr. Die wollen nachhaltig sein, indem man vegan ist und packen es dann doppelt und dreifach in Papier ein. Habe ich mir so eine Art Cheeseburger bestellt. Ich hatte nämlich damals den Crispy Chicken Burger. Und jetzt probiere ich mal den Cheeseburger. Der sieht schon geil aus. Und hat wieder dieses geile, glänzende Brötchen. Schmeckt? Ich will das auch mal probieren. Weil das Crispy Chicken sieht auch so... Zeig auch mal deinen hier, Spatze. Also jetzt hör mal. Das ist ein Crispy Chicken Burger. Sieht auch echt gut aus. Also ich muss immer auch diese Gewürzgurken, die killen immer alles. So geil. Also mein Gewürzgurken mag ist das, das gehört einfach zum Cheeseburger. Immer wieder. Aber die kriegen selbst so Cheeseburger hin. Und jetzt schmecken sie wie echt. Die heißen Vegan. Also wenn du die irgendwo, ich glaube in Berlin gibt es die auch. Das ist wirklich mit meinem Lieblingsfastfoodladen. So, auf jeden Fall. Mhm. Freue ich mich immer wieder drauf wie so ein kleines Kind. Hab auch wieder so eine orangene Soße. Kann man wahrscheinlich auch in meinem Mund erkennen. Jedenfalls richtig, richtig lecker. Mal probieren. Oh ja. Sehr lecker. Ich finde bei dir ist irgendwie zu viel Salat drin. Und die Soße ist nicht so intensiv wie meine, muss ich ehrlich sagen. In dem Wrap. Die haben 80% Salat reingemacht, was jetzt auch nicht schlecht ist, aber man schmeckt halt dementsprechend nur Salat. Ich mag jetzt mal meine Cheesy Pommes wieder probieren, weil die waren damals echt mit. Ja, mit das Beste, was ich je probiert habe. Allein die Soße. Ich weiß nicht, aus was sie das machen, vielleicht aus Cashews. Jedenfalls schmeckt es geil. Famos. Übrigens, mein Gott, die Happy Birthday gelandet hier. Das war schon falsch, gell? Ja, ja, also ich war nicht zu blöd für Birthday zu schreiben. Da hinten. Das war schon aufgesteckt. Ja. Aber weil, mir ist es nicht aufgefallen tatsächlich, obwohl ich es dran gehängt habe. Ich wollte es gerade sagen, uns ist das nämlich gar nicht aufgefallen, sondern echt erst, als ich es geschrieben habe. Jetzt gibt es noch ein bisschen Balsam für die Seele. Und zwar habe ich mir ein Ben & Jerry's gekauft, weil auch ganz viele Eis aufgeschrieben haben. Und Ice Cream, das kann man sich nicht entgehen lassen, Freunde, wirklich nicht. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen Dessert essen. Ich brauche das eh immer, so ein kleiner Absacker. Irgendwas Süßes muss es immer sein und heute ist es ein Ben & Jerry's. Arne stellt da hinten übrigens schon... Man sieht nur deinen Arm. Stellt schon mal, er bereitet schon mal alles vor für unseren Filmeabend gleich. Wir wollen jetzt gleich einen Film gucken. Jedenfalls habe ich mir mal eine ganz neue Sorte gekauft. Das ist diese hier und die hat mich halt angesprochen gerade wegen Karamell mit Brownie Pieces und Salted Caramel Swirl. Deswegen, ja, habe ich das mal mitgenommen. Wobei ich euch echt sagen muss, ich probiere gerne neue Sachen aus, aber bei Ben & Jerry's, wenn das halt nicht schmeckt, ist halt schon ein kleiner Weltuntergang, weil es halt wirklich teuer ist. Also ich habe, glaube ich, 6,90 € oder so bezahlt. Aber, am liebsten gebe ich Geld für Essen aus. Naja, ist es okay, aber das muss jetzt auch wirklich schmecken, weil es gibt, wie gesagt, nichts Enttäuschenderes. Also, Prosti. Um Gottes Willen. Geil. Also man muss Karamell mögen. Und ich liebe Karamell. Schmeckt richtig, richtig lecker nach gutem Karamell. Nicht so künstlich, sondern geil. Und auch die Konsistenz ist richtig, richtig gut.
Ich zeige euch das mal. So richtig cremig schon. Alles richtig gemacht. Diese Brownie-Stückchen auch jedes Mal, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wie kriegen die das hin, dass sie sogar fudgy schmecken im Eis? Selbst meine gebackenen Brownies schmecken frisch nicht mal so fudgy. Die waren mega fudgy, die letzten. Ja, aber weil die auch noch nicht durch waren. Die waren perfekt, du hast voll nett gemacht und dann richtig gut braun. Naja, aber ich hatte halt ein schlechtes Gewissen dabei, da war Ei drin und es war noch nass innen. Es war ein einzelnes Ei, ich wollte es halt mal vertragen. Du musst mal probieren. Ja, sofort. Du musst. Ich muss. Dass ich mal mein Essen teile, hör mal. Müssen wir festhalten. Also, oder? Das Solid Caramel? Der kommt doch direkt entgegen. Ja, kann man essen. Seht ihr, warum er kein YouTuber wird? Doch, ich mache auch einen Kanal auf. Mhm, wir sehen. Gut, dann geh ich nach hinten. Und wir snacken jetzt. Weiter als. Ich habe jetzt nur einen Löffel mitgenommen, aber du hast jetzt eh nicht so im Just gewirkt. Okay. Guten Film und gutes Eis, das sind meine mehr Freunde. Da war was, ich wollte doch mitnehmen. Wir sind immer noch am Film schauen und haben hier schon das Eis gekillt. Aber ja, auch zu zweit. Deswegen, ja, wollte ich euch nochmal zeigen, habe ich mir heute meine Lieblingsschoki gekauft. Schokolade ist auch so ein Thema. Aber Leute, das ist ganz normal, dass das bei manchen wohl auch immer so ein bisschen Problemfall ist, vor allem, wenn man halt nicht aufhören kann. Aber let me tell you, jedes Mal, wenn wir eine Schokolade öffnen, oder ich auch alleine, oder jetzt am Wochenende, als wir wandern waren, da hat keine Tüte, keine Schokolade, keine Kekse, nichts davon hat gehalten. Wir haben alles sofort gekillt, weil... Just eat. Es ist wirklich so gut, vor allem die. Die ist gut. Gell? Lotus in Schoki. Es gibt keine bessere Kombi. Richtig, richtig lecker. Vor allem ist die schon ein bisschen angeschmolzen. Ich meine, das ist perfekt. Weil es mittlerweile so warm ist in unserer Wohnung. Und ihr wisst, unsere Wohnung ist eigentlich immer automatisch kälter. Aber geil. Träumchen. Und das ist jetzt noch der letzte Snack für... Today. Das auch. Um 21.59 Uhr, also um 10. Jedenfalls war es das jetzt mit diesem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr wisst, ich habe da natürlich jetzt nicht die größten Erfahrungen mit, aber wenn ich irgendwo irgendwie nur ein bisschen helfen kann, dann ist das für mich schon so viel und motiviert mich deswegen auch jedes Mal, solche Videos zu drehen, weil es nichts Schöneres gibt, als wenn ich irgendwo ein bisschen helfen kann oder ein besseres Gefühl geben kann zumindest. Deswegen, ja, hoffe ich auch dieses Video. Hat euch zumindest gefallen, hoffentlich auch ein bisschen geholfen, ein bisschen Leichtigkeit gegeben. Und genau, würde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntagabend, eine schöne kommende Woche. Mit hoffentlich good vibes, guter Laune und seid nicht zu hart zu euch. Macht es gut, ihr Lieben. Arne wird schon unruhig, wir gucken weiter. Ciao. Tschüss.